Teil. So, hallo und herzlich willkommen. Hallo. Ja. Deutschland gegen Deutschland. Deutschland gegen Deutschland. So. Ich habe die neue Einheit natürlich nicht, aber dafür wenigstens Millennium. Aber keine Tanks. Oh, also, scheiße. Einzige, was ich habe an Tanks, fuck, ist ein... ich habe jetzt gar nicht auf Tanks geachtet bei mir. Oh, das wird hart. Das wird richtig, richtig scheiße, Armin. Oh ja, das wird lustig. Oh nee. Ich hab, soll ich dir sagen, was ich hab? Peewee, Bazooka, Aqua Spirit, Windhawk, Tempest, APS. Wow. Ich hab nix Tankiges. Ja gut, ja, sieht bei mir nicht viel anders aus. Und du hast einen Firelord. Hält der Bone Crusher noch die 1? Die 1 sollte er noch halten, ja. Die machen ja okay. Pierce und du hast Fortified, das heißt, es ist schwach und du bist stark gegen die, doch, das solltest du halten. Wie viel Leben hat der nochmal? Über 1000, ne? Ja. 1090. Ja, solltest du halten. Ja, also an sich ist jetzt nicht so schlecht, was ich habe, wegen Damage. Ja, Damage-technisch bin ich aber auch. Aber Firelord und Millennium als Tanks. Nee. Ja, Millennium als Tank, ich... Den krieg ich ja erst in 300 Jahren. Ja, vor allen Dingen bin ich auch nicht so ein Fan davon, Millennium einmal als Tank zu bezeichnen. Oh Gott, er hat die neue Einheit, viel Spaß damit. Der darf ihm schicken. Natürlich ich. Ja, du schaffst es. Du hast einen Butcher. Du kannst wieder auf eine 3 oder sowas gehen. Das ist ein Air-Fortified, ne? Da ist ein Impact. Ich will ihn jetzt wehtun. Ich werde ihn jetzt nichts schicken. Weil seine Einheit profitiert von den Kills, die ich ja mache. Ja. Ja, die er macht. Meiner hat einen Butcher. Ich denke, sehr gut, dass meiner so lange gebraucht hat. So. Hey, wieso willst du, dass ich eine Bazooka baue? Ist doch voll unsinnig, ist doch viel klüger. Achso, weil... ja, komm, natural, Alter. Bauen wir noch einen zweiten von dem. So, wieder nichts. Ich habe Angst. Nur einer ist zu ihm gegangen, das ist scheiße. Er hat noch einen zweiten gebaut. Ja, ist das, wenn das nicht schon... Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man zwei von denen nicht bauen sollte. Man sollte sich auf eine einzige davon konzentrieren und gut ist. Okay. Ich schicke eine Fiend. Er schickt eine Dragon Turtle. Ich hab... Das ist noch eine Dragon Turtle? Ja, krass. Aber nicht mehr im Income. Ah, das ist scheiße. Ich glaube, das Geld wäre sinnvoll gewesen. Na, mach ich das um. Oh, scheiße, nichts. Wieder Alter. Nichts? Okay, die sprechen sich ab. Oh, ich hab Angst. Ich kann halt die ganze Zeit gerade keine Worker. Ja, ich auch nicht. Dann lass uns weiter senden, damit wir den Income-Vorteil haben. Ja. Liegt 95%. GG, Alter. Oder er macht es mit Absicht, damit sein Bounty Hunter gefüttert wird? Das hält aber selbst der Bounty Hunter nicht. Guck mal, wie viel der Schaden jetzt schon hat. Ja. Und vor allen Dingen hat er... Nee. Der kriegt gleich richtig viel Schaden. Der profitiert nicht mal wirklich davon. Nee. Das ist ein Goldvorteil, den wir jetzt unbedingt brauchen. Ja, den, also jetzt, ich bin einen Worker gegangen. Ich muss jetzt irgendwie investieren. Ja, auch nur ein Worker geht. Ja, einer reicht mir.
Sehr gut, 108, das ist okay. Dann versuch mal über die Value hinaus zu schießen, damit du das halten kannst. Kriegst du noch irgendwie 30 Gold investiert? Nee, die will ich nicht investieren. Also, wenn ich okay, die jetzt... du hast den 80er Cent, ich glaube, das könntest du halten. Wenn ich die investiere, dann baue ich nur bei zwei Bone Warrior und die machen halt nichts. Nee, ich hätte die nicht. Ich halte aber, Tommy. Na, ich kann endlich Worker gehen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, dass ich das halte, ehrlich gesagt. Ja, die Impact-Schaden ist so schlecht gegen... Ja, aber die machen 4. Ach nee, die machen Impact. Stimmt. Ich hab nichts gesagt, dann hättest du das. Dann lass uns jetzt weiterschicken. Das ist die einzige Chance, wie wir das jetzt gerade halten. Und ich kann jetzt immer noch keine Worker gehen, Mann, weil da mir immer noch nichts schickt. Ja, sehr schön. Alles Gold, was wir brauchen. Jetzt wird in der nächsten Runde wahrscheinlich ein Kingpin bei mir dann. Wenn er genug Gold hat. Ach, der hat die ganze Zeit nichts. Der hat immer nur 2 Income bisher. Ja, dann kann er ja nicht genug Gold haben, oder? Nee, eigentlich nicht. Außer er spart sich das laufend. Aber er baut ja laufend auch etwas. Komm, hier kriegt er noch eine Snail ab. Soll er ruhig einen Kingpin haben. Aber er wird den Nachteil haben mit dem... Ich bin ganz gut in der Value, ey. Das ist echt gut. Ich hab leider immer nur noch 4 Worker, ey. Der muss endlich schicken, damit ich alles in Worker investieren kann. Immer noch nicht! Okay, ich muss jetzt die nächsten Runden mal Worker gehen. Nee, du musst Worker gehen, ja. Ich gehe jetzt ein Worker... und spare auf... Der gibt mir auf der 7 bestimmt, der gibt mir 100 Profit. Geh jetzt 2, 3. Ja, ich habe 2 Worker geschafft. Und kann auch danach noch eine Einheit bauen, das ist ganz gut. So, ich baue jetzt einen Fire Elemental aus und dann sollte ich auch für die 6 eigentlich gewappnet sein. Hier kommst du durch, würde ich sagen. Na, no, sehr schön, nochmal ein bisschen Gold. Und vor allem kann ich dir gleich noch eine Snail schicken. Na, ich schicke auch noch eine Snail. Dann habe ich den Worker, den ich jetzt kann ich wenigstens safe immer schon mal einen Worker bauen. Krampfiger Kampf, weil der wird mir jetzt irgendwas mit einem 100er Cent oder sowas entgegenwerfen. Ich würde gerne die Tempest langsam ausbauen, ey. Ich komme aber nicht dazu. Jetzt bin ich halt gerade so in der Value, ne? Nicht mal mehr. Das ist halt jetzt gerade der Nachteil, den ich habe. Und du bist auch drunter bei dir, hat er ja auch. Aber die schickt er einen 160er Cent, das könnte ich halten. Ah, hier, guck mal, das meine ich. Guck die wieder, die Rockos. Na. Alles nur, um die zu füttern. Aber das sollte ich halten. Also, ich werde das halten. Ich werde es auch halten. GG, dann haben sie sich so verzögert. Und Dings ist tot, der große Kingpin. Okay, man kommt trotzdem nicht durch. Aber wir können endlich noch ein paar Worker gehen. Ja, ich konnte jetzt auch gerade noch Worker gehen. Jetzt kann ich auch noch den hier schicken. Da haben sie sich jetzt minimal verkalkuliert. Ich kann halt nur eine Einheit jetzt bauen, dann baue ich eine größere. Dann brauche ich hier noch eine Tempest. So. Vor allem, was hat er mir jetzt geschickt? Ich habe es gar nicht geschickt. Scheiße. Ein Dino war bei und eine Hermit. Das heißt, er hat jetzt
44. Ah, ist da mit dem Rückstand. Total. Aber er ist Worker gegangen, sonst wäre er jetzt nicht nochmal auf 60 gekommen. Ja, aber der hat gespart. Aber nee, dann hätte er ja gerade alles raushauen sollen, raushauen müssen. Scheiße, ich komme immer nicht auf die Leviathan, fuck man! Oh, mir fehlen 6 Gold. Ich könnte heulen. Richtig heulen. Dann gehe ich noch einen Worker. Guck hier noch Peewee hin. Nö, der Peewee kommt hier hin. Weil das wird dann. Hier noch eine kleine Peewee-Action. Ah, sehr gut, du kannst hier noch einen Dino schicken. Ich verstehe den Plan von ihm hier nicht. Der hat 2 Butcher und sonst hier genug geführt. Gargoyles. Ja, also ich, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass er die 10 hält. Kann ich mir kaum vorstellen. Die 10 wird er nicht halten. Hier, sein Kingpin wird sogar vollkommen. Ja, genau, das will er machen, oder? Muss er. Ich wüsste nicht, wie er es sonst erklären sollte. Hier kriegt ihr jetzt noch eine Hermit von mir. Ja, komm. So, jetzt konnte ich den Leviathan ausbauen. Ich schicke ihn auch gleich noch eine Lizard mit hin. Lizard. Wird eine Dragon Turtle. Alles klar, wenn du noch dahin kommst, schickst du mir auf jeden Fall eine Turtle, Alter. Also ich probiere mal Butcher und Bone Crusher in Kombination. Ich habe einen 100er Cent bekommen, ja, das kann er auch 100er. Das ist eigentlich gut tanky sein. Zumindest in meiner Vorstellung. Oh, geht so. Wie viel Geld kriege ich jetzt? 144. Aber knapp. Ich schaff das zu halten. Scheiße, ich bin auf einen Lizard gekommen und hier, ich bin durch. Du meinst eine Fiend? Du bist durch, ja. Ich wollte den Lizard senden und hab eine Fiend gesendet. Ah, du kommst durch, sehr schön. Das ist nochmal Gold, was wir gebrauchen können. Weil dann kann ich jetzt einen Firelord bauen. Firelord Butcher. Firelord ist jetzt Opti, weil der hat ja auch noch Zwift und das Vieh macht Impact. Oh. Dann solltest du safe sein, was die Death angeht. Angriff, das kann ich gerade nicht beurteilen. Da fehlt dir, glaube ich, würde ich es behaupten. Ah, nee, du hast auch eine Violet. Okay, dann. Na, ich hoffe, das reicht. Komm hier, ich schicke gleich noch einen Lizard. Okay, ein Worker. Was können wir? Investment, Loan und Allowance. Ich könnte auch ein Millennium bauen, aber das halte ich jetzt für keine gute Idee. Ah, so eine gepushte Violet. So hoffe ich, dass ich das halte. Ja, Mann. Denke schon. Hier kriegt er gleich noch eine Lizard. Wirkt zumindest sehr brutal, was du da hast. 320? Fuck, Alter. Das werde ich nicht halten. Das werde ich nicht halten. Die scheiß Lizards machen meinen Firelord kaputt, bevor der überhaupt mit dem Granddaddy kämpft. Scheiße. Also ich habe den Granddaddy abgewehrt. Ja. Ich komme nicht durch. Ja, ich auch nicht. Scheiße. Es sind nur noch die Lizards am Leben, ne? Ja. Naja, und der Granddaddy. Ja, ich weiß.
aber könnte knappes werden. Natürlich. Ah, nee. Dadurch, dass sie so scheiße gelaufen sind. Wow, wie viel Pech kann man haben, ey. Jetzt schießt er auch noch auf den Grand Daddy, obwohl er den nicht mehr tot kriegt. Ja, aber das wird nicht viel Schaden, den wir abbekommen. Ah. Trotzdem ärgerlich. Investment. Jetzt konnte ich sogar noch hier schnell zwei Double Pyros gehen. Zwei Double Pyros? Also vier? Zwei Pyros, so nicht zwei Double, das ist ein bisschen sehr ungünstig formuliert. 16 Pyros. Was kriege ich denn noch hin? Komme ich noch auf? So. Genau das habe ich auch vor. Also ich schaffe das auch, ich bin schon längst drin. Ich wollte nur gucken, ob ich noch ein bisschen mehr kriege. Ja, bei mir war es auch knapp. Ja, die 14 und 15 wird dann wieder ein Problem. Der kriegt hin, Alter. Obwohl, ich habe ein Millennium. Den kann ich richtig nach. 340 Angriff. Ja. Dazu einen Headchef mit seinem Heal und mit seiner Aura. What the fuck? Wie du einfach 250 Income? What the fuck? Wie hast du das geschafft? Weiß ich nicht, ist das viel? Ach, du hast aber 16 Worker, deswegen kannst du mehr schicken. Ich konnte halt Worker im Gegensatz zu dir, war. Du hast ja am Anfang. Ja. Du konntest ja gar nicht gehen. Ich konnte wirklich nicht. Schickst du nochmal? Okay. Ja, ich schick nur für Income. Du kannst ruhig sparen, Tom. Ich spar mal bei dir. Okay. Weil dann kannst du auf der 13 wahrscheinlich mächtig Schaden verursachen. Und ich kann ihm jetzt. Also ich versuche jetzt so weit ein bisschen jetzt noch zu. Also die hier gebe ich jetzt noch aus und dann gebe ich für die nächste. War ich jetzt so. So. Millennium war eigentlich ganz neu. Drei Violet, zwei Pyros. Das ist dreckig. Was denn? Mir fehlten 7 Gold für eine Violet. Bau was anderes aus. Ah, hab ich schon. Dann kannst du noch einen Worker gehen oder baust jetzt noch hier eine Aqua? Nee. Okay. Gehen Worker. Das solltest du halten auch. Ich spare nämlich jetzt, um uns einen finalen Stoß zu geben. Pyros-Idee, Alter. Was hat meiner? Ich kann mir nicht vorstellen, dass meiner die 13 hält. Logik, oh nee, der hat da jetzt schon Schwierigkeiten. Vor allem hast du da jetzt auch noch nichts gesendet. So, jetzt bereite ich mich so langsam aufs Endgame vor. Ein Firelord, zwei Millennium. Das kann nur lustig werden. Ich muss die hier rüberführen. Ich muss hier dann noch. Also ich muss auf der Seite hier Bone Warrior setzen, damit ich die ganzen Gegner immer hier so rüberziehen kann. Zu meinen Millennium und Co. Du hast einen 400er Cent. Ah, ja. Obwohl. Wenn der Fokus stimmt von deinem Panzer, ist es. Die schießen auf das Gleiche, das glaube ich. Glaube, das passt. Ja,
easy. Ich komme auch durch. Wenn ich jetzt nicht durchkomme, ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Aber du hast den Großen gekillt, ist schon mal GG. Ja, genau das meine ich. Ich wollte halt Schaden verursachen, ne? Na, versuch nur Worker zu gehen, du brauchst mehr. Naja, ich weiß, ich gehe jetzt auch 3 Worker. Der Impact-Schaden ist halt einfach am besten. Alter, wie viel Income du hast, Alter. Also ich muss durchschicken, sonst komme ich nicht hinterher. Okay. War du dir... Also wenn du merkst, du schaffst es über die 320 zu kommen, dann geh ruhig auf die 15. Okay. So. Ah, du kommst aber nicht auf die 300. Hm. Mir wird er jetzt wahrscheinlich auch was schicken. Ah ne, der hat mir vorhin 240er geschickt. Dann wird er mir auf der 15 senden. Also ich finde, selbst der Bone Crusher macht jetzt noch eine gute Arbeit. Hey, selbst wenn er nur für paar Sekunden Zeit hat. Okay, ich hab's halt. Also musst du mir sagen, ob du jetzt senden willst oder nicht? Nee. 16. Okay, du bist wirklich die 16, bitte. Ja. Ich muss mein ganzes Geld jetzt hier in meine Einheiten stecken. In meine Fighter Value, weil ich Probleme sonst habe mit der 15. Na, no, kein Problem. Ich bin eigentlich ziemlich gut dabei. Bin in der Value. Ja, du bist auch. Du kannst das Kraken schicken nach der Wave. Aber will ich das? Nee, willst du nicht. Nicht wirklich. Er splittet auch die meine Wave, also. 400er Cent. Na, bei mir sieht's gut aus. Nur noch der Dicke und okay, jetzt ist nur noch der Dicke. Und ich habe genug Einheiten dort zu stehen. Ah, also ich habe auch noch eine Doomsday-Maschine, die hält ja 3 Jahre aus. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen mit Kannibalismus-Lifestyle. Ah, oh, nein! Keine Worker. Und ich konnte sogar noch einen Schaman gehen. Sehr schön. Er hat geleakt, obwohl ich nicht mal was gesendet habe. Und er gefühlt fast nur arkane Verteidigung hatte. Ach, hier ist ein Kingpin. Oh, und dazu noch Lord of Death, Alter. Willst du mich verarschen? Ja, der wird ziemlich übel. Oh, das wird unlustig. Deswegen werde ich jetzt gleich volle Kanne Worker gehen, Alter. Naja, er versucht jetzt alles in Fighter Value zu stopfen, ne? Na. Nein, ich bin voll mit meiner. Nein! Oh, gut, aber ich schaff's noch. Ich kann jetzt leider nicht weiter schicken, ich muss nämlich kurz meine Fighter Value erhöhen. Meine Supplies. Was habe ich jetzt gesendet? Gar nicht so viel. Krieg ich noch eine Safety hin? Oh. Alter, er kriegt von mir noch eine Snail, Bitch. Eieiei, die ist hart. So, macht sie alle kaputt, Leute.
Und ich bin keine Work gegangen, das war sehr schlecht. Muss ich mal sagen. Aber ja, ich bin auch durch. Und du kommst auch durch, na, dann haben wir sowieso gewonnen. Recapted Easy halten, sehr schön. Also ein Phoenix mit Lifesteal ist einfach... Ja, ist völlig OP. Völlig krank. Alter, 58% und deiner auch nochmal so viel. Ja, pass auf, jetzt wird's wieder kein GG. Bei 24 Units. Sowas von GG. Zwei Schamanen. Alles ist fast voller Leben. Ja. Plus hier auch noch zwei Safety Modes, also. Völlig weggehauen. Yo! Ich bin die letzte Wave ja nicht gegangen, ja. Das war vielleicht nicht ganz so klug, aber ist egal. Konntet alles in Fighter-Valley. Meiner konnte nicht. Ah ne, ich hatte den Game als Gegner, oder? Ja. Der... Ich hab den Türkisen zerstört. Alter, 765... Ich hab nicht einmal geleakt, Bitches! Sehr gut. Alter, du hast einfach mal 600 Points mehr als ich. Das ist schon heftig. Ja, warum ist der Gelbe fast so gut wie ich? Mit welcher Berechtigung ist der Gelbe fast so gut wie ich? Mal abgesehen davon, dass der mehr Income hat als ich. Ja, weniger Fighter Value, mehr geleakt. Ah, er hat, okay, er hat gecatcht. Weniger Worker, verstehe ich auch nicht. Irgendwie... Aber er hat auch mehr Mysium. Ja, er ist halt früh Worker gegangen. Und dann ist er ja nicht durchgekommen, dann konnte er halt keine Worker mehr gehen, weil er sonst ja die Value nicht einhält. Die Fighter Value. Du musst es daher so machen. Nicht Worker gegangen sein, Tommy, ist ja Quatsch. Der hatte ja da kein Income, mit dem er das hätte machen können. Der hat ja mir erstmal 300 Runden nichts geschickt. Hat gefühlt. Er hat aber schon auf Wave 3 5 Worker. Ja, Wave krass, 4, okay, 6. Der ist halt Worker gegangen und hat gehofft, dass du halt nicht schickst. Weil du halt, ja, Angst hattest davor. Ist ja auch vollkommen verständlich, also. Ja, ist ja auch gut gespielt, also dann. No. Ich kann Ihnen sagen, Alter, aber der Türkis hat ja hat ab Wave 2 nichts mehr gebaut an Workern. Na, das verstehe ich nicht. Aber ich glaube, auf Wave 3 habe ich ihn geleakt und dann hat er, keine Ahnung, Schiss gehabt und ist nur noch Value gegangen. Ja, auf Wave 3 hast du ihn richtig hart geleakt, ja. Das waren nur 95% oder 90-80%. Deine Turtle hat halt richtig gezogen auf einer 3. Bei der Butcher war instant weg. Und die konnten selbst mit ihrer Arkan-Verteidigung konnten sie bei so einer Anzahl nichts mehr machen. Na. Nö, war doch gut. Definitiv. Ich bin wieder kurz vor 1200. Oh mein Gott, 2 Punkte nur noch. War noch im Gold, 1700 vorne ist nett. 1700 waren wir vorne, das ist fett. Gut. Gut definitiv. So, und ich würde sagen, wir sehen uns in einer wunderschönen nächsten Folge wieder. Also haut raus, bis dann. Tschüss.